Ey je, willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Heute gibt es meine letzte Runde aus Season 7 auf die Augen. Ihr wisst es, am Donnerstag um ungefähr 10 Uhr ging Season 7 zu Ende per Downtime. Also am, ich glaube, 28. Februar war das, ja. Am 28., das war der Donnerstag, da ging Season 7 um 10 Uhr zu Ende und die Downtime für Season 8 hat begonnen. Man konnte sich dort schon Season 8 runterladen und so. Und lange Rede, kurzer Sinn, diese Runde hier ist kurz vor Ende von Season 8 entstanden. Kurz vor Ende. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht lügen würde, ich kann mal kurz nachschauen, wurde die Runde um ungefähr, lass es 9:30 gewesen sein. Also fast schon Viertel vor Feierabend. Da habe ich diese Runde aufgenommen und gleichzeitig war die halt auch ein epischer Sieg. Ihr kennt es ja von mir, dass ich es zum Ende einer Season immer so mache, dass ich so ein bisschen Gameplay aufnehme, so ein paar Minuten Gameplay, einfach um so ein bisschen auch die Erinnerungen aus den vergangenen Tagen und den vergangenen Seasons, zu dokumentieren. Und Brudengos, wenn ihr auf diese Dokumentation gehypt seid, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid, denn heute geht die Luzi so richtig ab. Das kann ich Ihnen sagen. Alles klar, ihr seht auch schon, das Gameplay ist so ein bisschen abgespeedet, einfach aus dem Grund, weil bis auf das Late Game nichts Nennenswertes passiert ist und das will ich jetzt hier so ein bisschen durch verschnelltes Gameplay, durch verschnellertes Gameplay und nicht Double Time sprechen, so ein bisschen skippen, sage ich jetzt mal. Ein bisschen upspeeden, ein bisschen verschnellern und erzähle euch heute hier und so ein bisschen was vom Pferd. Vielleicht werde ich auch heute mal so ein bisschen meine Meinung zu Season 7 kundtun, so wie ich das gefunden habe. Ich habe ja noch gar kein Resümee aus Season 7 gezogen, ist mir aufgefallen. Deswegen kann man in diesen knapp 20 Minuten, wo erstmal nichts passiert, ein bisschen darüber talken. Hey, wie fandest du denn Season 7? Nur ganz kurz hier zur Info, wie gesagt, 9:30 Gameplay, halbe Stunde vor Season-Schluss und dann hat nochmal ein epischer Sieg. Das habe ich schon zu Season 5 und 6 gemacht. Und jetzt halt zu Season 7 erneut. Ich habe sogar noch Gameplay aus Season 5 Zeiten, das ist krass. Ist es Season 5 Gameplay? Das ist, glaube ich, sogar Season 4 Gameplay, Alter. Ich habe Season 4 Gameplay. Oder ist es... Ist auch vollkommen egal. Fakt ist, dass ich noch ein bisschen Gameplay am Start habe aus den vergangenen Seasons. Season 5, Season 6 und jetzt auch hier nochmal Season 7. Das hat sich schon so zu einer kleinen Tradition bei mir entwickelt, dass ich am Ende jeder Season so ein paar Minuten Gameplay aufnehme und so. Und wie gesagt, das hier ist das Finale aus Season 7. Ja. Und um jetzt mal auf die Frage zu kommen, wie fand ich denn Season 7 eigentlich? Das ist die Frage. Was ist denn in Season 7 eigentlich passiert? Eigentlich so, ne, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen verinnerlicht, der komplette Süden der Map war ja quasi vollkommen anders, ne? Wobei auch der Norden einigermaßen anders war. Risky Reels ist ja entfernt worden durch den Block. Finde ich okay. Ich hätte es cool gefunden, wenn Risky in Season 8 wiedergekommen wäre, weil das eigentlich so ein cooler Place war, wo man halt auch immer landen konnte. Grüße gehen raus an Kevin, der fand das auch so. Ich meine, Kevin ist halt so der, der fast in jeder Runde nach Risky geflogen ist. Aber ja, also kann man halt davon halten, was man will, dass Risky Reels entfernt worden ist und nicht wieder aufgetaucht ist. Das ist schon ein bisschen schade, aber so ist es halt eben. Der komplette Süden ist verschwunden, ja, also Lucky Landing ist zwar noch da, aber boah, wie hieß nochmal diese Toilettenfabrikstadt? Wie hieß die nochmal? Mir fällt der Name nicht mehr ein, scheiße, Bruder. Aber egal, ihr wisst, diese Toilettenfabrikstadt, die ist ja entfernt worden. Und generell der komplette Südwesten mit Greasy Grove, mit der Toilettenfabrikstadt, ist ja entfernt worden. Durch Happy Hamlet, Frosty Flight, Polar Peak und da ging am Anfang von Season 7 ja auch schon so ein bisschen die Luzi ab, ne? Mit Polar Peak und so und dem Schwert. Es ist halt krass, dass es alles schon so lange her ist, obwohl es halt eine Season im Prinzip her ist. Aber trotzdem ist es halt zeitlich gesehen richtig weit weg von uns. Jedenfalls, Polar Peak ist aufgetaucht, Greasy Grove ist vereist, Happy Hamlet ist aufgetaucht und
die Toilettenfabrikstadt ist verschwunden. Scheiße, Bruder. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich fand so das Gebiet, das ich zu Season 7 auch als... Also wenn ich schätzen müsste, ja, welches Gebiet ich zu Season 7 Zeiten am meisten besucht habe, wo ich am meisten am Anfang gelandet bin, war das Happy Hamlet. Ehrenvoll, Alter. Ehrenhafte Stadt. Kann man nichts gegen sagen. Richtig coole Stadt. So, das winterliche Pendant zu Tilted. Richtig geil. Frosty Flight. Das war so der kleine Bruder davon. So, da dachte ich mir, okay, brauche ich nicht hinfliegen. Da fliegen eh 1000 Leute hin. Und bevor ich da jetzt hinfliege und so... Nee, lass mal stecken. Ist trotzdem ein ganz cooler Ort. Und auch natürlich hier ganz klar, der Ort existiert ja auch wegen den Flugzeugen und so, ne? Ist ja auch so diese Hafenstadt quasi. Was der Ort immer in Season 8 verloren hat, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Der hat eigentlich gar nichts verloren, weil es ist einfach ein Ort, der... Es gibt ja in Season 8 keine Flugzeuge mehr, wisst ihr? Was macht der Ort da noch da? Hätte man diesen Ort da nicht wegschmelzen können? Und ihn durch eine andere Stadt ersetzen können? Das weiß ich nicht so genau. Das wäre aber so ein bisschen meine Kritik dazu. Aber ansonsten ist es ein cooles Gebiet gewesen, Frosty Flight und Polar Peak. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Geiles Gebiet, Alter. Dieses Schloss und so. Krass. Richtig heftig. Also, gerade am Anfang, wo das Schwert rausgekommen ist und so. Wobei man sagen muss, am Anfang von Season 7 hat sich ja irgendwie alles verspätet. Da lief alles ein bisschen chaotisch ab. Ihr erinnert euch, das Schwert war, glaube ich, für ein paar Tage drin. Dann war es wieder draußen. Das Driftboard wurde angekündigt, kam nie rein. Der Kreativmodus ist ja auch in Season 7 rausgekommen. Und ja, ich habe es jetzt nicht so ausgiebig getestet, leider. Grüße geht raus an meinen Creative Let's Play. Scheiße, Bruder. Aber, ja. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann zurück oder so. Aber ich kann es nicht versprechen. Jedenfalls, Kreativmodus kam. Das Schwert kam. Aber nicht für lange Zeit. Das Driftboard kam gar nicht raus, weil es halt nur angekündigt worden ist. Also moin. Ja, und das sind, glaube ich, soweit alle neuen Gebiete. Ich müsste mal kurz die Karte aufmachen von der Heiligen Sau. Von der Season 7 Map und mir mal angucken, was gab es denn da für Gebiete. Aber das dazu. Was finde ich denn, oder was halte ich denn von der ganzen Story-Thematik? Aus Season 7. Und da ist sehr viel passiert. Ja, da ist eine Menge passiert. Da ist eine Menge passiert in Season 7. Erstmal der Eiskönig. Der ja oben in Polar Peak diese Kugel, diese Sphäre generiert hat. Erschaffen hat. Und man sich halt gefragt hat, Alter, was macht diese Sphäre da? Bis sich dann rausgestellt hat, Alter, Live-Event, Schneesturm. Geil. Dann noch das Live-Event. Bevor wir jetzt halt auf das Live-Event hier von wegen Eiskugel kommen, Eissphäre kommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das Neujahrs-Event war auch nice. Mit dem Feuerwerk und so. Richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, ob die Eisscheusale und halt auch der ganze Schneesturm, der sich auf die Map gezogen hat, ob das noch 2018 war oder ob das 2017 war. Ich weiß nur eins. An Heiligabend, Grüße gehen raus an die Switch-Version von Fortnite, kam für genau einen Tag die Karriere auf die Switch. Bis sie dann wieder entfernt worden ist, weil sie nicht gefunzt hat. Ihr erinnert euch, ich habe darüber berichtet. Und das war schon wirklich, das war frech. Gleichzeitig auch an Heiligabend war auch eh die komplette Map zugeschneit. Ihr erinnert euch da auch dran. Deswegen glaube ich, dass das Live-Event mit Polar Peak und dem Schneesturm 2019 kam. Anfang 2019, Januar muss das gewesen sein, ja. Doch, und das war cool. Das war richtig nice. Also generell dieses Live-Event, wo du halt mit dem Gleiter auf Polar Peak geflogen bist. Auf Polar Peak zugeflogen bist und dann auf einmal kam der Eiskönig und so und man hat halt eine richtige Eiswucht hinter ihm gesehen, die er hinfortgestoßen hat und dann war die komplette Map vereist und die Zombies sind aufgetaucht, die Eisscheusale. Richtig geil. Also, eins der besten Live-Events. Nächstes Live-Event war dann Marshmallow. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, also es war cool,
Es war aber nicht das Beste. Viele haben es als Bestes eingestuft. Ich bin aber kein Marshmallow-Fan, deswegen kann ich da jetzt nicht so mitreden. Aber es war cool inszeniert bei Pleasant Park so. Das war cool. Aber ich finde, es war nicht das Beste. Und ich glaube, dann ging es mit den Erdbeben los, ne? Die Erdbeben, das mit den Erdbeben war so zu vergleichen mit Kevin aus Season 5. Der ja alle paar Stunden mal sich bewegt hat und so, ne? Ihr erinnert euch. Und hier und da diese Runen erschaffen hat. Das war so ein bisschen vergleichbar mit den Rissen aus Season 7, weil die Risse sind auch sehr inflationär erschienen und man wusste jetzt nicht, was mit denen passiert ist. Was die aussagen, ob die Map in zwei Spalten werden oder so, ob es ein Untergrundsystem ab Season 8 geben wird. Das Sharky Shrubs Thema kam auf, was natürlich nicht eingetreten ist. Da habe ich wohl Scheiße erzählt, sorry. Aber ich und auch die anderen Fortnite-Creator sind auch davon ausgegangen, felsenfest, dass ab Season 8 Sharky Shrubs entsteht. Und das hätte auch voll zu diesem Piratenthema gepasst. Haie, Piraten, Wasser. Ich glaube, man kann es uns nicht übel nehmen, dass wir da in diese Richtung interpretiert haben, oder? Grüße gehen raus an denjenigen, der da so ein bisschen rumgeheult hat, dass ich da falsch lag, aber... Mein Gott. Man kann halt da rein interpretieren und man kann falsch liegen. So, das war ja kein Statement von wegen, das wird zu 100% passieren. Das war eine Interpretation von mir, das war eine Annahme. Aber okay. Ist in Ordnung. Ich schaue mir nochmal ganz kurz die Season 7 Map an. Muss aber nochmal hier ganz kurz sagen, Season 7 mit den Rissen und so, das war schon sehr inflationär, ne? Also das... Man hat einfach sau oft diese Erdbeben gehabt und ich fand es auch irgendwo cool, um zu gucken, hey, wo sind jetzt die Risse erschienen und so. Mal waren sie bei The Block, mal waren sie bei Lazy und so. Und wir wussten halt vorher nicht, was mit den Rissen ist, warum die da sind. Wie gesagt, Karte in Hälftenspalten und so. Mittlerweile haben wir aber herausgefunden, dass die Risse deswegen da sind oder da waren, um diese Geysire entstehen zu lassen. Rund herum des Vulkans und so. Also in diesem Sinne hat das schon natürlich Sinn gemacht, ne? Auch wenn es natürlich ein bisschen unspektakulär war, weil man hat sich halt Gedanken gemacht. So, und dann auf einmal, wow, die sind für die Geysire. War vielleicht ein bisschen zu overhyped das Ganze, genau wie Kevin auch. Aber wie gesagt, das kann man halt gut in Relation setzen. Kevin aus Season 5 war das Pendant zu den Rissen aus Season 7. Und man hat sich auch so Gedanken gemacht, ob Kevin nicht vielleicht schuld daran ist mit den, mit den Erdbeben und so, dass die passiert sind und so, weil er unter der Erde sich verteilt hat als Flüssigkeitsform und so. Aber ich glaube, das war auch wieder ein bisschen zu viel reininterpretiert. Aber das steht einem ja als Creator hier auf YouTube frei, auch mal so seine, seine Auskünfte, seine Zukunftsvision mitzuteilen. Wisst ihr? Wenn man es nicht als Wahrheit verkauft, sondern nur als Spekulation darüber redet, ist es okay. So. Dann die Risse. Was ist dabei noch so passiert? Wailing Woods ist verdorrt. Es ist verdorrt. Wailing Woods ist gestorben. Die Bäume sind abgestorben. Die Blätter. Ich würde nicht sagen, dass es herbstlich war oder so. Ich denke, die Hitze unter dem Boden hat dafür gesorgt, dass Wailing Woods ausgetrocknet ist, verdorrt ist. Ja? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war... Einerseits cool, auf der anderen Seite aber jedenfalls muss ich sagen, dass mir das ein bisschen zu unspektakulär gewesen ist, weil uns wurde in den Game-Files etwas versprochen, das sich Feuer-Tornado genannt hat, Fire-Tornado, irgendwie so. Und der ist nicht aufgetaucht. Und wer diesen Feuer-Tornado entstehen lassen hat, war das Gegenstück zum Eiskönig, und zwar der Feuerkönig, der Gefangene. Bei dem es auch ziemlich cool war, dass es bei ihm auch Herausforderungen gab, die jede Woche veröffentlicht worden sind, wo man halt einen Schlüssel finden musste, Lagerfeuer finden musste, bei Wailing Woods diese Städte finden musste, wo man halt diese Beschwörungsritual-Scheiße finden musste und so, ihr wisst. Auch ziemlich cool, dass man ihn so aufleveln konnte. Das war nice. Und ich glaube, das war dann soweit eigentlich alles, oder? An Stuff, der passiert ist. Also ich schaue mir gerade die Karte an, ne? Viel ist aber nicht passiert. Gut, man kann auch ganz kurz zu dem Schnee sagen, dass es ja hier und da mal anfing, gerade zum Anfang der Schneeseason, also der Season 7, dass der Schnee sich ja auf die Karte so ein bisschen ausgeweitet hat, so stückweise.
Es gab mal so Tage, da sind die Schneegebiete, die Schneemassen weitergezogen. Die waren mal anfangs so bei Shifty und sind dann weitergegangen zu Tilted rüber, zu Fatal und so, bis sie wieder zurückgestoßen worden sind und so. Das war schon ziemlich cool. Aber ja. Das war, glaube ich, so weit, so gut Season 7. Das letzte, was natürlich in Season 7 passiert ist, das letzte Erdbeben, das beste Erdbeben in Tilted Towers. Also das letzte Erdbeben, das auch gleichzeitig das Beste war. Und zwar genau das, was wir bei Tilted Towers gesehen haben mit den multiplen Rissen und so. Sterben Sie in Forzi, altes Schwein hier jetzt! Also, ich habe das ja live gestreamt und da nochmal vielen Dank an jeden, der dabei war. Ich hatte da wieder einen, ich glaube, Höchststand für dieses Jahr aufgestellt an Zuschauern. Es waren, glaube ich, knapp 1050 zu Höchstzeiten. Vielen Dank an jeden, der den Stream geteilt hat, der ihn sich angeschaut hat, der einen Daumen nach oben da gelassen hat und so, der den Stream supportet hat und sich bei mir angeschaut hat. Vielen, vielen Dank. Aber ja, das Live-Event in Tilted Towers mit dem Erdbeben, es war das beste Erdbeben, was man gesehen hat. Also das ist ganz klar, muss man nicht drüber reden. Das war das beste Erdbeben, weil es halt eben nicht nur ein kurzer Riss war, der entstanden ist, sondern es kamen mehrere Schwalle an Rissen, wisst ihr? Es gab mehrere Schwalle, es gab mehrere, anderes Wort für Schwall, ihr wisst. Es gab mehrere, Zeitpunkte im gleichen Zeitraum, an denen die Risse entstanden sind. Und da ging ja das Tilted Towers Gebäude kaputt, das sich halt irgendwie in jeder Season kaputt machen lässt. Das war auch ziemlich lustig so an sich. Moinsen! Aber ja, das Gebäude ging kaputt, es war sehr cool, es war lustig, es war auf jeden Fall atmosphärisch. Eins der besten Live-Events in Season 7, wenn ich das so staffeln wollen würde, müsste ich sagen. Polar Peak Live-Event Nummer 1. Tilted Towers Live-Event, Erdbeben, Gebäudezerstörung, Platz 2. Und Platz 3, Marshmallow. Das sind meine Top 3. Und ihr könnt mir auch gerne mal mitteilen, was eure Top 3 waren. Welches Live-Event fandet ihr am besten? Und generell, was hat euch an Season 7 am meisten gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Und jetzt will ich ganz kurz erstmal hier nochmal meine Stimme sprechen lassen, denn ich habe jetzt hier nämlich sehr hart rumgeschrien. Brudingus, wir haben 9.49 Uhr. Ja, epischer Sieg ist geholt, meine Bruts. Ich glaube, da muss ich nichts mehr hinzufügen, oder? Brudingus, das war's fürs heutige Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Teilt mir eure Meinung zu Season 7 mit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal.